Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 83 sind wir im Dwemer Museum und haben noch ein bisschen Kämpfe vor uns gehabt und unter anderem haben wir uns hier noch mit dem Gehilfen von Kyle Zelmour ein bisschen geschlagen und nun ja, ein Ascherhaufen ist zurückgeblieben, was der wohl zu bedeuten hat. Ja, wir sind gerade mitten in einem Quest noch. Und zwar sollen wir jetzt den Steinabrieb von der Steintafel zu Entia zurückbringen und das machen wir jetzt einfach. Wir haben auch noch ein bisschen gelootet und ein paar Sachen verkauft und so und wir dachten, wir starten einfach hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben, damit nicht allzu große Verwirrung herrscht. Es wurden tatsächlich einfach nur ein paar Leute gelootet. Die sehen dann so aus, das kennt ihr ja schon. Also wir haben jetzt irgendwie knapp für 4000 Zeug verkauft oder für 3,5. Wir sind also ganz reich geworden dabei und... Ja, und hier kommt man auf den wunderbaren Balkon. Markart, wunderbar bei Nacht. Und es gibt hier einen kleinen Geheimgang nach unten, den wir entdeckt haben. Der auch total sicher ist. Ja, ich speichere mal vorher mal hier. Und... Oh. Wird schon klappen. Zack, sind wir im Wasser gelandet. Ja. Oh, ein Skelett. Hast du das gelootet? Skelett. Da. Ich sehe so wenig. Da. Und Münzen auch. Hier wird alles mitgenommen. So, das war's. Da hat wohl schon mal jemand versucht, den Balkon zu verlassen. Allerdings nicht ganz so erfolgreich. So, ich glaube, wir sind auch noch unbeliebt bei in Markart. Oh, oh ja, die kommen gerade angelaufen. Moin. Na? Wir haben nämlich 5 Kopfgeld dafür bekommen, dass wir ins Museum eingebrochen sind. Und jetzt töten die uns. Deswegen ist es natürlich relativ schade. Am liebsten würden wir ja noch Kopfgeld bezahlen. Das geht bei Wachen, die uns nicht angreifen. Sprich mit mir. Ach, Kollege. Dann nicht. Manchmal kann man leider sein Kopfgeld nicht bezahlen bei Wachen. Ich weiß auch nicht warum. Naja. Wir laufen jetzt einfach dann zu Fuß. Jetzt bringen wir. Echt? Wir haben mehr Ausdauer, wetten? Ach komm. Das stimmt, wir haben auf jeden Fall mehr Ausdauer. Ja. Töte mich nicht. Aua! Okay. Ich werde einfach mal einen Zaubertrank trinken. Haben wir noch gestohlene? Ja. Das ist aber nur der Krankheitsheilung. Den habe ich nur mitgenommen, falls wir mal Krankheiten haben und die spontan heilen wollen. Ich werde einfach mal eine kleine Heilung machen. Jo. So. Ja, und dann laufe ich mal ein Stückchen weg. Vielleicht beruhigen die sich auch mal irgendwann. Nein. Oh. Fast, ne? Die sind auch schneller als ich, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht kriege ich einen ab, ich sag's dir. Nein. Das sind höchstens Pfeile, was du abkriegst. Da hört man auch die Pfeile schon sausen im Hintergrund. Wenn jetzt noch ein Troll von vorne kommt, ne? Ja, jetzt noch eine Ziege, ne? Oh. So, du hast sie abgehängt. Die roten Punkte sind auch verschwunden. Das heißt, wenn du willst, kannst du bezahlen. Ich mach das jetzt. Dann ist aber der Krankheitszaubertrank weg. Aber das macht nichts. Dann ist der halt weg. Ich bezahle nochmal ganz kurz. Wir sind ja ein ehrbarer Dieb, ne? Ja. Hallo. Na? Greifst du mich an? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ich liebe den Dialog. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Kannst du ihn auch wegklicken? Ja, ich möchte aber ganz kurz mal 5 Goldstücke. Kluger Mann. Bezahlen. Jetzt kommt mit zum Schloss. Und meinst du, ich kann den verkürzen? Ja, du kannst einfach klicken jetzt. Achso. Oh ja. Wunderbar. Dann können wir nämlich ganz gemütlich eine Schnellreise machen. Vorher ging das nämlich nicht. Solange die uns noch verfolgen, können wir leider keine Schnellreise machen. Soweit ich das verstanden habe. Also, wir wollen jetzt einmal schnell reisen.
nach Winterfeste, richtig. Ja. Ab zu Entir, mal gucken, was er sagt. Können wir vielleicht tatsächlich Gallus Tagebuch noch in dieser Folge übersetzen lassen? Da würde ich mich schon freuen. Was sagst du, Alex? Ja, auf jeden Fall, denn wir haben ja auch noch einen anderen Quest, der erledigt werden muss. Wir haben einen Auftrag von ganz oben gekriegt. Wir sollen den Priester finden und ihn seiner gerechten Bestrafung zuführen. Hat uns, ich habe den Namen vergessen, aufgetragen. Wie hieß der nochmal, der Prinz? Oder Fürst? Oh, da ist ein Schädel im Regal. Ich weiß nicht mehr. Du bist im falschen Haus. Ernsthaft? Oder? Mulak Baal. Glaube ich, war ja, das. Ja, okay. Ein Dätrischer Prinz. Oder wurde die Tür angezeigt als... Nee, dann warst du doch im richtigen. Frage. So, dann musst du nämlich nochmal irgendwo weiter, weil da war noch nicht die Anzeige, dass in diesem Raum derjenige ist. Muss noch irgendwo eine Treppe geben oder eine Leiter oder sowas. Ja. Hier? Irgendwo geht es zu einem Verschlag. Ah, da, guck mal. Was macht er denn im Keller? Das geht doch nicht mit rechten Dingen. 5 Kopfgeld. Echt? Da ist jemand aus der Diebesgilde. Ach, das ist... Das ist das Kollege hier. Das ist doch Kalia. Ja. Krass. Erinnert ihr euch noch? Ha, vor ungefähr 10 Folgen zuletzt oder so. Seitdem waren wir im Dwemer Museum. Das war wieder auch schön. Wieder da, was? Und wie ging es unserem Freund Kalzelmo? Damit sollten wir Gallus Tagebuch übersetzen können. Es wäre wohl unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Ein Steinabrieb also. Seltsam. Ich hatte Notizen erwartet. Das ist eine lange Geschichte. Ich verstehe. Jetzt lasst mich einmal einen gründlichen Blick darauf werfen. Hier drüben bitte. Cool, kann man hier auch was Schönes finden zum Looten? Das ist faszinierend, aber auch sehr beunruhigend. Es sieht so aus, als hätte Gallus schon monatelang Zweifel an Mercer Freys Loyalität gegenüber der Gilde gehabt. Gallus hatte begonnen, einen übermäßig üppigen Lebensstil und die Ausgabe großer Summen Goldes für Privatvergnügen aufzudecken. Steht in dem Tagebuch, woher sein Reichtum stammte? Ja, Gallus scheint sicher zu sein, dass Mercer unbemerkt Gelder aus der Schatzkammer der Gilde abgezogen hat. Was? Sonst noch etwas, Entier? Irgendetwas über die Nachtigallen? Ja, hier ist es. Die letzten paar Seiten scheinen das Versagen der Nachtigallen zu beschreiben, wenn auch nur in groben Umrissen. Gallus erwähnt außerdem wiederholt seine feste Überzeugung, dass Mercer etwas entweiht hat, das man das Dämmergrab nennt. Die Schatten mögen uns schützen. Dann stimmt es also. Ich kenne das Dämmergrab nicht. Was ist das? Was hat Mercer Frey getan? Es tut mir leid, Entier. Das kann ich nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln. Lebt wohl, Entier. Mir fehlen die Worte um. Schon gut, Kalia. Ihr braucht kein Wort zu sagen. Hört zu, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt. Sie haben Kalia respektiert und sie hat etwas Besseres verdient. Tut, was ihr könnt. Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen. Seid bedankt, Entier. Wenn ihr je an der Akademie zugelassen werdet und Schwierigkeiten habt, gestohlene Waren loszuwerden, dann kommt mich besuchen. Oh yeah. Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt und ich werde sehen, was ich tun kann. Na super. Das ist dann schon unsere dritte Person, bei der wir gestohlene Gegenstände loswerden können. Da haben wir nicht nur Tonilia bei der Diebesgilde, sondern auch schon Gulumai in Einsamkeit getroffen, der jetzt unser persönlicher Freund ist und Entier nun auch. Das ist ja sehr schön. Wenn ihr mich noch einmal braucht, findet ihr mich in der Akademie. In der Akademie, gut zu wissen. Okay, aber jetzt können wir noch nicht bei ihm verkaufen, oder? Ein bisschen Zeug haben wir ja gerade dabei. Nee, geht nicht. Na gut, kann man hier noch... was Interessantes looten? Soll ich nochmal gucken? Boah, wenn wir schon mal hier sind.
ist auch noch irgendwie so eine Feder auf dem Tisch, ich weiß ja nicht. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Der Steinabrieb. Kann man mitnehmen. Dann können wir gleich an ihn wieder zurückverkaufen. Da hinten ist ja noch ein Geldbeutel. Na gut, nehme ich mal mit. Wir sammeln nämlich jetzt auch schon ein paar Bücher. Wer weiß, wozu die mal gut sind. Ach komm, ich spreche jetzt mal mit dir. Gleich ist hier bestimmt erstmal tote Hose und dann können wir alles ausräumen. Bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann. Gab es sonst noch was? In Gallus Tagebuch wird das Dämmergrab erwähnt. Ihr seid schon so weit gekommen. Da wird es nichts schaden, wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte. Ja, genau. Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal. Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben, mit ihrem Leben zu verteidigen. Weshalb gerade diese Art des Schutzes? Alles, was für Nocturnals Einfluss steht, befindet sich in den Mauern des Dämmergrabs. Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen. Und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte. Diebe und Tempel, das passt einfach nicht zusammen. Das habe ich auch gedacht, als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte. Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine. Ich würde es besser verstehen, wenn alles weniger geheimnisvoll wäre. Als Nachtigall habe ich im Hinblick auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen. Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert, aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen. Na schön, machen wir es vorerst auf eure Art. Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage. Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche. Bis dahin möchte ich euch dies hier geben. Es hat Gallus gehört, aber... ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden. Zwergenrüstung. Eine Zwergenrüstung. ich werde sie gut einsetzen, was Wenn auch immer. Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will, dann müsst ihr das vielleicht. Klinge der Nachtigall hinzugefügt. Cool. Nicht hier, um mir einen Höflichkeitsbesuch abzustatten, also zum Geschäftlichen. Ah, jetzt können wir verkaufen. Ich suche immer alle möglichen Waren. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Alles klar. Was soll ich machen? Ich wollte die... Achso, die kann ich verkaufen, ne? Mhm. Und eine schwere Rüstung haben wir auch noch. Und hatten wir noch was eingesammelt? Naja, Buch, ne? Bücher wollte ich jetzt... Ja, nee, aber die wollten wir ja nicht verkaufen. Ja. Ich glaube, das war's. Ja. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Machen wir. Ich frag mich gerade. Höhlenbärenpelz. Wow. Ich frag mich gerade. Was frage ich mich denn gerade? Wer ist das denn? Ein Kopfgeld hinzugefügt. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Echt? Haben wir jetzt was Schlimmes gerade geklaut? Nee, ne? Nee. Also irgendwas, was wir noch brauchen an Gegenständen gestohlen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich bin dafür, dass wir mal kurz ein Goldstück bezahlen, uns dann die Klinge der Nachtigall aber erst in der nächsten Folge angucken. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Okay. Alles klar. Ich nehme an, ihr seid nicht nur hier, um mir einen Höflichkeitsversuch abzustatten. Bist du denn ihn mitgefangen genommen? Wer bist du denn? Also gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und hoffentlich gehen wir gehen jetzt erstmal hier rein, dass es hier viel zu kalt ist. Mein Gott. Es geht doch nicht, uns draußen hier einfach abzusetzen. So. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.